Moin moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Demo-Folge Timberborn. Zeitgleich auch die letzte, die kommen wird, bis zum Release wahrscheinlich. Ich möchte das Ganze heute für ein Mini-Review der Demo-Version hier nutzen. Wir werden, glaube ich, nicht mehr großartig was bauen. Wir haben so ziemlich alles, glaube ich, gesehen von den wichtigen Dingen. Klar, wir haben jetzt hier noch, das können wir uns natürlich noch angucken. Wir haben ja 178 Science Points. Wir können hier in der Dekoration nochmal reinschauen. Und zwar haben wir da zum Beispiel Büsche und Bänke hier zum Beispiel. Könnte man zum Beispiel da noch eins hinsetzen. Oh, da oben. Ah, guck mal, wir können sogar oben drauf eine Bank setzen. Gucken wir uns mal an. Sehr, sehr cool. Ja, also Timberborn, ein richtig cooles Spiel, ein niedliches Spiel. Natürlich muss man sagen, es ist ein kleines Spiel. Wobei, so klein ist es gar nicht. Wenn ich so drüber nachdenke, haben wir sehr viele Möglichkeiten, die wir tun können, jetzt schon in der Demo. Und ich denke, im endgültigen Spiel wird das nochmal ganz anders aussehen. Ich meine, wir haben vieles, worauf wir achten müssen, was wir tun können und so weiter. Trotzdem würde ich es als relativ kleines Spiel bezeichnen, wenn man natürlich so City Skylines oder sowas sieht. Ganz klar. Aber, und das ist das Allerwichtigste, dass man vorweg sagen kann, es macht unheimlich viel Spaß. Es ist niedlich, es macht viel Spaß. Es macht sehr viel Spielfreude und das ist einer der wichtigsten Punkte. Die Spielfreude, die dieses Spiel hier erweckt, die ist mega. Ich habe so Bock darauf, immer weiterzumachen. Aber demobedingt ist es natürlich so, dass wir auch begrenzt sind in unseren Möglichkeiten. Und ich möchte da eben auch kein Riesenprojekt jetzt schon draus machen. Wir könnten natürlich eine große Stadt schon aufbauen, aber ohne alle Dinge ist das natürlich doof. Und das ist auch nicht das Ziel dieses Projekts, sondern wir wollen einfach reingucken, wie wir unsere Erwartungen eventuell stecken können für das endgültige Spiel. Und ich denke, für jemanden, der solche Spiele liebt, der auch Banished vielleicht geliebt hat, ist das auf jeden Fall was und da lohnt sich auf jeden Fall ein Blick rein. Wir können ja nochmal gucken. Das Ganze setzt sich ja zusammen hier aus dem Bauen, das ja mal so ein bisschen anders ist als in anderen Aufbauspielen. Natürlich, wir können es immer sehr gut mit Banished natürlich vergleichen. Das ist eben Banished mit Bibern sozusagen, weil es hat schon sehr viele Ähnlichkeiten. Sehr cool ist natürlich, dass wir nicht nur ebenerdig bauen, zack, 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 sondern dass wir eben auch verschiedene Ebenen später haben, wie wir das mit dem Wasser planen müssen und so weiter. Denn wir haben natürlich die Trocken- und die Nasssaison. In der Nasssaison müssen wir das nutzen, Essen herstellen, Holz farmen und so weiter. Wasser lagern und so weiter und in der Trockensaison eben das alles überstehen. Das ist eine sehr coole Komponente, die durch diesen Dammbau bedingt natürlich auch ja, strategisch schon ziemlich cool ist. Dass man bedenken muss, wenn ich hier einen Damm baue, wo fließt das Wasser zum Beispiel lang? Das ist aber, denke ich, eine Endgame-Sache, richtig große Dämme zu bauen, die wir jetzt noch gar nicht so richtig testen können. Wir haben das hier im Kleinen ausprobiert, mit diesen Überflüssen und so. Und wir sehen ja jetzt, wir sind in der Trockenzeit und das Wasser steht hier, es fließt nicht, wir kriegen also keinen Strom. Aber trotzdem, wir haben Wasser, es ist alles bewirtschaftet und so können eben die Felder genutzt werden. Und das finde ich eine sehr coole Sache mit diesem strategischen Hintergrund, das so umzusetzen später. Ja, eine weitere Sache ist auf jeden Fall auch, dass wir die Arbeitszeit natürlich beeinflussen können, der Biber. Also wenn wir jetzt weniger Essen und Wasser hätten, so wie in der Trockenzeit, können wir das geringer halten, dann verbrauchen sie weniger, sind natürlich dementsprechend auch glücklicher. Wenn wir sie jetzt natürlich in der Trockenzeit, wo wir kein Essen haben, 24 Stunden arbeiten lassen würden. Ja, weiß ich nicht. Würden wahrscheinlich nicht so viele überleben. Jetzt, wo wir Wasser haben, ist das natürlich gut. Da können wir sie ruhig arbeiten lassen, weil wir sind ja gut vorbereitet. Und das Ganze spielt natürlich aufs Jahr gesehen immer eine ganz wichtige Rolle, dass man sich halt auf die Trockenzeit sehr gut vorbereitet. Wir können ja hier auch mal schauen. So cool und so niedlich.
Ein Pluspunkt für das Spiel, würde ich sagen, ist das Wellbeing der Biber, was man so in anderen Spielen nicht unbedingt hat. Wieder der Vergleich zu Banished. Da haben wir, glaube ich, nicht so viele einzelne Sachen gehabt. So wie hier. Wir haben hier zum Beispiel Nutration, Nutration, Nutration 3. Ja, und das bedingt halt durch verschiedenes Essen zum Beispiel, dass wir das nutzen, das verschiedene Essen, um eben verschiedene Stats hier zu erhöhen. Hier zum Beispiel Transportgeschwindigkeit, die Widerstandsfähigkeit, ich weiß nicht genau, was Strength ist, oder Stärke. Hier unten auch View, da weiß ich jetzt nicht genau, was das ist, aber das ist halt immer bedingt durch verschiedenste Rohstoffe und Ressourcen, die wir eben herstellen, wie eben verschiedenes Essen, wie zum Beispiel gegrillte Kartoffeln. Finde ich eine sehr coole Sache, dass das eben nicht nur Hunger, Durst, Ruhe und dann eben wahrscheinlich Wohlbefinden oder Gesundheit ist, sondern dass das wirklich aus vielen Sachen zusammengesetzt ist. Wie Ästhetik, wo es wahrscheinlich um die Schönheit des Dorfes geht. Das sind zum Beispiel die Büsche. Oh, der hat zum Beispiel Hunger, ist aber da. Zack, hat er gegessen. Wunderbar. Sondern auch Social Life, Fun und ganz viele Dinge, die sich da dann auf das Wellbeing auswirken. Und das finde ich sehr cool, dass das wirklich sehr ausführlich ist. Im Gegensatz zu anderen Spielen. Und generell, das ganze Spiel, es baut alles super aufeinander auf, wie ich finde. Wenn wir alleine gucken mit dem Wasser. Ja, wir pumpen hier Wasser in der Trockenzeit und die teilen das auf. Das ist eine sehr coole Sache, die jetzt schon in der Demo wunderbar funktioniert. Also, wir können ja auch so viele Dinger hier haben. Eins ist leer, eins ist voll und dann, ja, wird halt eins nicht weiter befüllt. Die Biber machen Pause, aber nein, so ist es nicht. Sondern die tragen das Wasser so hin und her, dass in allen ausgeglichen viel ist und dass man in alle wieder noch was reinpacken kann. Und das finde ich eine sehr coole Sache, dass das eben alles so gut schon funktioniert und deswegen bin ich auch sehr guter Dinge, dass wir das im Endgame, beziehungsweise im Release, im fertigen Spiel dann alles noch besser und sehr gut funktionierend vorfinden. Ist ja nicht in allen Spielen so, sondern oftmals gibt es ja große Probleme, aber das war hier gar nicht so. Ich habe kaum große Bugs oder irgendwas festgestellt und dafür Respekt. Respekt an die Entwickler, dass das in einer Demo-Version schon richtig, richtig gut läuft. Und ich bin echt begeistert von diesem Spiel. Und es wird auf jeden Fall ein Projekt dazu geben. Wie das aussehen wird, weiß ich nicht. Machen wir Videos, machen wir Livestreams, kann ich euch noch nicht sagen. Wird abhängig sein, wann das Spiel letztendlich entscheidet und wie viel wir da gerade schon zu tun haben. Wie viele Videoprojekte, wie viele Livestream-Projekte. Daran wird das so ein bisschen gekoppelt sein. Müssen wir mal schauen. Und insgesamt bleibt denn nur zu sagen zu diesem Spiel. Es lohnt sich für all diejenigen, die auf dieses Genre stehen, die niedliche kleine Aufbauspiele feiern, wie damals Banished oder ich komme jetzt nicht auf den Namen. Es gibt noch eins momentan, das auch noch im Early Access ist, beziehungsweise was man glaube ich noch gar nicht anspielen kann. Da freue ich mich auch drauf. Ich habe leider den Namen vergessen. Ich werde es euch, wenn ich dran denke, reinpacken, dass ihr da auch vorbeischauen könnt. Und ja, ansonsten. Sehr, sehr cooles Spiel zum Empfehlen. Ich bin gespannt auf das fertige Spiel, was uns da noch so alles erwartet. Wir haben ja noch einige Sachen hier, zum Beispiel auch Metall und sowas, was wir uns jetzt noch gar nicht angeschaut haben, was wir dann nutzen können. Auch hier Monumente oder so, die ja richtig viele Science Points brauchen. Oder ob wir später vielleicht noch größere Häuser bauen können, wie sich das Ganze entwickelt. Ich bin sehr gespannt. Und bedanke mich, dass ihr bei diesem kleinen Angezockt dabei wart in der Demo von Timberborn. Vielleicht werden wir demnächst nochmal ein Angezockt machen zu einem anderen Spiel, da die Demo-Version spielen. Das finde ich nämlich ein ganz cooles Projekt eigentlich, so verschiedenste Spiele nochmal anzuzocken, anstatt gleich große Projekte dazu zu starten. Einfach immer mal so 5 bis 10 Folgen das zu machen, finde ich mega cool und würde mich freuen, wenn ihr vielleicht auch dort dann wieder mit am Start seid für heute. Allerdings bin ich raus. Bedanke mich nochmal fürs Zuschauen. Gerne Like da lassen und nochmal in die Kommentare schreiben, wie ihr das Ganze findet. Was sagt ihr zu Timberborn? Haut eure Meinung mal raus. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Und dann wünsche ich euch jetzt einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Euer Kevin Zockt.
Bye bye.